Goodie Box hat immer unterschiedliche Limited Editions im Repertoire. Ich habe mir die Goodie Box und Rodial ausgesucht und bestellt. Wir schauen rein. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ihr lieben Abonnenten, schön, dass ihr wieder da seid. Wir schauen in die Goodiebox. Ich habe die Banderole schon mal abgezogen. Das Ganze sah so aus. Habt ihr ja eben schon gesehen. Ja, und wie typisch für die Goodiebox haben wir wieder so eine kleine Schublade. Diesmal in einem Beige-Ton. Ich ziehe die Schublade einmal raus. Und so sieht das Ganze auf den ersten Blick aus. Wir haben direkt ein Kärtchen mit dabei. Get ready for some well-deserved me-time with these carefully selected products. With love, Carolyn. Oder Caroline. Ich frage mich, wer diese Caroline ist, weil die irgendwie alle Boxen, sei es die Monatsbox, sei es die Limited Editions, alleine packt. Und einen QR-Code, um etwas mehr über die Produkte zu erfahren. Wir gehen da aber wie immer blind ran und lassen uns überraschen. Bevor ich es vergesse, 44,95 habe ich für die Box bezahlt. Warenwert sollen 137 Euro sein. Ganze gut geschützt mit dem Papier. Und ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera so sehen kann jetzt, aber dieses Orange, das strahlt einem schon arg entgegen. Das tut schon fast in den Augen weh. Wir fangen mal mit den kleineren Sachen an. Hier haben wir Bivinom von Rodial. Das kennen wir schon aus der Box. Cleansing Balm mit 20 Milliliter, also eine kleine Größe, um es einfach einmal auszuprobieren. Als nächstes haben wir eine Flasche, eine Plastikflasche von der Reihe Dragon's Blood. Hyaluronic Drink, Hydrate and Tone. Ein Toner, der hydratisieren soll. 30 Milliliter als Spray, was ich ganz toll finde. Toner in einer Sprayflasche. Wir probieren mal direkt aus, wie fein das Ganze sprüht. Es ist kein feiner Sprühnebel. Aber es muss auch nicht unbedingt sein, weil es ein Toner ist. Oh, das riecht sehr gut. Den Geruch mag ich gerne. Ich kann aber leider nicht beschreiben, wonach es riecht. Vielleicht soll das der Duft der Drachenfrucht sein. 30 Milliliter haben wir. Damit kann man das sehr schön ausprobieren. Das ist eine ordentliche Größe für einen Toner. Und jetzt kommen wir zu Masken. Wir haben einmal Jelly Eye Patches, Snake Patch Contour de Jeu à la Jelly, Under Eye Patches. Als nächstes haben wir eine Face Mask, eine Lifting Face Mask, die Reihe Pink Diamond, 20 Gramm. Die kann man durchaus auch dann zweimal benutzen. Lift and Illuminate mit Diamantpuder. Was haben wir denn noch? Hier stand noch was. Pink Grapefruit. Für 20 bis 30 Minuten soll man die auf dem Gesicht belassen. Danach kann man das restliche Serum ja noch schön einarbeiten. Das waren 4 Produkte. Jetzt kommt Produkt Nummer 5. Und ich vermute mal, dass das ein Kracher sein wird, nachdem wir... Gut, die Masken sind Full Size, aber das andere waren Reisegrößen. Und irgendwie müssen ja die 137 Euro jetzt noch zusammenkommen. Und da haben wir tatsächlich ein Kracher. Und zwar aus der Reihe Dragon's Blood. Die Velvet Cream Hydrate and Tone mit Hyaluronic Acid, Squalan und Hydromanil. Was soll das machen? Eine reichhaltige Creme mit luxuriöser Textur, die eine mehrdimensionale Feuchtigkeitsversorgung bietet und ein Gefühl von genährter Haut hinterlässt. Wir schauen mal kurz rein und dann lese ich noch den Rest vor. Weil die Verpackung als solches ist ja nicht so spannend. Oh, das ist ein großer Tiegel. Wow. Das ist schon sehr schick gemacht bei Rodial, das muss man sagen. Die Velvet Cream. Dragon's Blood. So, wo war ich stehen geblieben? Die samtige Formel, angereichert mit einer leistungsstarken Mischung aus nährenden Inhaltsstoffen wie Hyaluronsäure, Hydromanil und Squalan, verschmilzt mit dem Teint, um Komfort zu bringen und trockene Haut wieder aufzufüllen. Die Haut fühlt sich geschmeidig, frisch und strahlend an. Also das Drachenblut hilft, die Haut mit Feuchtigkeit zu versorgen und sie zu beruhigen und wieder herzustellen. Hyaluronsäure bewahrt den Feuchtigkeitsgehalt und Squalan ist bekannt dafür, die Haut zu pflegen und zu beruhigen. Hydramanil ist bekannt dafür, den Teint
mit Feuchtigkeit zu versorgen. Den Ton mit Feuchtigkeit versorgen. Wie geht das? Hat die Haut nicht den Ton? Was verstehe ich hier falsch? Ich gucke gleich mal, was dieses Hydromanil macht. Hier ist noch einmal Achtung. Morgens und oder abends auf der gereinigten Haut von Gesicht und Hals anwenden und vollständig einziehen lassen. Für ein noch angenehmeres Hautgefühl Anwendung jederzeit wiederholen, wenn sich die Haut trocken anfühlt. Das ist eigentlich kein Achtung. Das ist ein Hinweis. So, und jetzt schauen wir mal nach Hydromanil. Ich habe mir ein bisschen Hilfe holen müssen. Ich habe aber etwas gefunden zu dem Hydromanil. Caesalpinia spinosa, auch Tara oder Guarango genannt, ist eine wilde Pflanzengattung aus Peru, die im trockenen Klima auf Sandböden in den Anden wächst. Und das Hydromanil hat starke hydratisierende Eigenschaften. Und darum ist das so interessant für diese Gesichtscreme, für die Velvet Cream von Rodial. Brauchen wir eine große Zusammenfassung machen? Eigentlich nicht. Wir haben hier nur 5 Produkte. Das ist doch sehr übersichtlich alles heute. Wir haben eine Reinigung. Wir haben Augenpatches, eine Gesichtsmaske. Dann haben wir einen Toner, um die Haut wieder ein bisschen zu beruhigen. Und die Gesichtspflege. Das ist im Prinzip eine kleine Gesichtsroutine, die wir hier in dieser Box haben. Ich blende euch mal ein, ob wir auf den versprochenen Wert kommen. Ich freue mich natürlich immer über Rodial. Das ist jetzt so ungefähr der 2,5-fache Wert. 45,90, ja. Naja, sogar fast dreifache Wert für das, was ich ausgegeben habe. Das kommt zu meiner ganzen Rodial-Pflegelinie, die ich mir jetzt so ein bisschen zusammengesammelt habe. Und dann freue ich mich schon auf die Zeit, wo ich alles insgesamt immer ausprobieren werde. Für mich persönlich war es ein guter Kauf. Ich finde, die Creme ist natürlich ein Highlight, um das mal auszuprobieren. Und zwar ausgiebig mit 50 Millilitern. Und die anderen Sachen kann man auch sehr schön anwenden. Sagt mir doch bitte in den Kommentaren, wie euch die Box gefallen hat. Das für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Lasst mir gerne ein Abonnement da. Ich freue mich sehr darüber. Ich würde mich freuen, wenn ihr zum nächsten Unboxing auch wieder einschaltet. Bis dahin, bleibt gesund.